Wo ist denn unser... Ja, damit bauen wir mal weiter. So. Langsam wird's knapp. Also zuerst rüber und dann auf Rot. Schätze mal, da oben wird wieder so ein Griok sein, Beiniger, der whatever. Beiniger der Vogelmenschen, die mir schon wieder nicht einfallen, obwohl ich schon 200 Stunden im Spiel habe oder so. Und dann geht's hinten zur Sterneninsel. Und dann müssten wir hier theoretisch noch in den Untergrund. Dann holen wir uns die zwei Schätze im Untergrund und dann gehen wir wieder hoch. Immerhin haben wir genügend Energie, dass wir ohne weiteres schon dorthin fliegen können. Ich sehe noch keinen Gegner dort oben. Aber es sieht halt stark danach aus, als wäre das so ein Platz für einen Gegner. Ja, da, jetzt sehe ich ihn. Das heißt, wenn wir reingehen, müssen wir von etwas höher ran. Weil der fliegt ja schon, also müssen wir noch mal höher sein. So sollte man eigentlich gut rankommen. Peiniger über Hebra. Nach Häufigkeit. Nehmen wir gleich mal die. Eine richtige Waffe auswählen. Ja, da deckt er soweit eh ganz gut. So, und jetzt müsste ich eigentlich noch irgendwie, habe ich noch ein Auge? Das funktioniert doch mit denen auch. Nice. Master Schwert ist weg. Oh, der ist doch gut.
gleich wieder runter mit dem. Und wieder zurück. Oh shit. Nice. Und wieder schön drauf. Was haben wir denn noch, was so ein bisschen stärker ist? Das Gerudo-Messer brauchen wir noch für später. Die Keule ist alles. Schöner Fallschaden, perfekt. Das war jetzt halt noch relevant, dass der einen Fallschaden bekommt, weil unsere Waffen sind halt schon wieder ziemlich weak. Was bekomme ich hier? Was habe ich beim letzten bekommen? Ich weiß nicht mehr. Ach ja, ein Wille der Weißen. Ey, von denen sammeln wir gerade richtig fett. Hast du doch irgendwas hier? Nö. Da unten ist rot. Dann haben wir uns rot und dann gehen wir in den Untergrund. Ich sehe ihn nur nicht. Ach, jetzt sehe ich's. Und wo haben wir dann Untergrund? Das nächste, was wir brauchen, ist ja irgendwo. Wie kommen wir denn hier in den Untergrund? Also nicht erzählen, dass hier nirgendwo ein Eingang in den Untergrund ist. What the fuck? Es ist im ganzen Hebra-Gebirge kein Untergrundeingang. Wir braten uns darunter. Hinten ist schon der nächste. So. Steintafel auf Altilianisch. Die Fotos checken. Sieht gut aus. Jetzt warten wir uns da wirklich runter, weil. Sorry, aber. Ah, bei den Lavafällen.
Wenn wir jetzt nur die Schätze holen, dann ist es ja komplett legit, aber sonst ist es halt ein bisschen. Nee, das ist sonst ein bisschen das problematisch. So, was haben wir denn hier für Sachen? Irgendwas Nices, was wir nutzen können? Ist das da oben ein Soldaten-Zweihänder? Das ist ein Soldaten-Zweihänder und den brauche ich. So, ich habe schon gesehen, Wind. Sag mal, das reicht für mich. Und jetzt einfach geradeaus. Und irgendwo da vorne soll was sein. Ist es so arg, dass hier unten so dunkel ist? Ach ja, da ist ja dieser Boss. Ups. Sollen wir den nicht nochmal triggern? Irgendwo hier in der Mitte der Lava. Sind hier, jetzt bin ich gespannt. Man schaut natürlich wieder heiß, deswegen machen wir mal ein kaltes Schild. Man schaut abbrennt. Ich habe einen Bogen, der nicht brennt. Das sind generell meine Brandschutzrüstung. Dieser Helm soll das Band zwischen. Okay, ich kann nicht brennen. Hoffe ich. Ich kann ja noch was anziehen. Nice. Die Zeitmütze. Der Held, der durch die Zeit reiste, soll sie getragen haben. Okay. Das ist cool, weil das ist mir halt komplett. Also da hätte ich nicht nachgesehen, ob was ist. Das ist auch so ein bisschen außerhalb der üblichen Ort ist, wo man es vermutet. So. Und dann schweben wir mal rüber zum zweiten. Einfach hier jetzt noch Richtung Norden. Und da soll dann die nächste Truhe sein. Wieder da. Der Boss, den ich jetzt nicht triggern will. Lass mich in Ruhe. Ich hör dir nicht mehr zu. Du stinkbesoffener Boss, du. Das hätte er nicht gern. Fing an mir zu zehren. Kurz darauf fing ich mir eine ein. Erschrie, stell dich nicht blind, du bist doch kein Kind. Ich mach dich alle, dann wär. Genau im Kopf. Das ist halt sehr auffällig. Ups. Die Wildnismütze. Diese Mütze soll für Helden gemacht sein, der sie durch die Wildnis streifte. Es fühlt sich richtig an, sie zu tragen.
Dann war ein bisschen weg hier. So. Dann sortieren wir das mal nach Sets. Schauen wir mal, was wir da haben. Wir haben die Wildnismütze. Ursprungshose, Ursprungsgewand. Das heißt, komplett anderes Set. Erwachsengewand. Nein, Erwachensgewand. Wir haben die Zeitmütze, da haben wir alles. Oh mein Gott, das ist richtig retro. Okay. The next one. Also hier haben wir schon alles quasi soweit abgecheckt. Den Stern haben wir schon. Dann würde ich uns jetzt mal hier importen. Da haben wir auch einen Schrein. Ja, jetzt tu nicht so, als würdest du frieren. Wir kriegen da hinten Ventilatoren. Und den haben wir nämlich sehr wenige. Er ist schon ein bisschen ein Erfrorener. Okay, ziehen wieder die. Irgendwas anderes, auch nicht so friert. So, was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, ich glaube, manchmal wäre es cool, wenn man das ein bisschen mehr selbst sortieren könnte. Oder Favoriten setzen. Vor allem, wenn es so viele Gegenstände sind. Ist halt ein bisschen schwierig, da die Übersicht zu bewahren, welche Sachen da eigentlich sind. Müssen wir rüber. Da ist ein Ventilator. Könnten eigentlich, wenn ich das so ansehe, einen Ventilator nutzen, um darüber zu kommen. Genau so, wie ich es geplant hatte. Und ein Lenkelement. Moment, ich probiere was. So.
Ist zwar ein bisschen größeres Schiff, aber es ist ein Schiff. Spur zu weit weg, es war doch klar. Der stürzt sowieso ab. Nö? Nee? Okay. Die Steintafel. Mal wieder gegenchecken. Hier. Gut. Gut. Der nächste ist hier drüben. Da ist inzwischen nichts vermerkt. Da ist noch ein Schrein. Das würde sich gut passen eigentlich. Ich habe noch einen Schrein übersehen. Heftiger Shit. Okay, wir porten uns hierher. Lenkelement, okay. Und von da müssen wir dann rüber zum Stern. Sonst durch die Luft fliegen. Da passiert halt nicht viel. Da können wir uns porten. So, auf grün wollen wir. Was ist denn das? Ach, da hinten. Und dann müssen wir von da nach rot. Schaut alles legit aus. Wir waren auch schon auf der anderen Plattform da drüben. Ja, da ist schon Grog. Perfekt. Nur um sicher zu gehen. Das heißt, da oben werden wir auch gewesen sein, weil da oben wird dann der Stein gewesen sein, den wir runterbekommen haben müssen. Gibt's hier noch was? Oder können wir gleich zu... Ich glaube, wir können da runtergleiten. Ja, das kriegen wir so hin. Sogar fast zu gut. Nice. Da unten muss noch einer sein. Und wenn man so von oben die ganzen Sachen betrachtet, sieht das echt cool aus, so wie diese, ja, diese Zeichen einfach, ja.
Gib mir noch ein bisschen. Give it to me. Wir fliegen da einfach direkt drauf. Jetzt wurde ich eh wieder unterirdisch. Was strange ist, so mitten am Weg eben. Die Musik gerade ein Bug. Ich land mal. Ja. Den gerade ein bisschen. Da ein Höhleneingang. Ja, da ist der Höhleneingang. Ja, ich weiß, dass sie mir entgegenkommt. Höhle der was? Höhle der Eunuchen-Hochebene, okay. Donnerblume. Normaler Bogen. Geh nur hoch. Mit dem doppelten Stromschlag. Schön auf den Arsch. Oh shit. Nimm den jetzt einfach nicht. Nimm den nicht mit. Oben ist andere. Nice. Und irgendwo da sind jetzt noch die. Da hinten. Ist okay. Gib mir die Lichter. Hier muss ein Schrein sein. Da ist er. Minnetaka-Schrein.
Schön, eine Hochleistungsbatterie. Das heißt nur noch 3 Schreine. Und davon, so wie es aussieht, 3 in der Luft. Stellt sich halt echt die Frage, wo sind die anderen? Ich glaube halt, dass da ganz im Osten noch einer ist, im Nordosten, Osten. Und dann wird's schwierig. Dann wird's wirklich schwierig. Nice. Ich frage mich, ob mich der letzte Schrein, ob der letzte Schrein mich darauf hinweist, dass ich alle habe. Und dann ist die Frage, ich meine, es werden nicht mehr als 3 jetzt sein. Kriege ich noch 3 Herzcontainer woanders?